Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Na dann. Der König ist tot, lang lebe der König. Wozu du diese Maske brauchst? Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Wenn wir hier schon mal sind. Nilfgaardisches Bier in Skellige. So, wir gehen da rein nach der nach einer kurzen Pause. Ich würde gerne eine kurze Pause machen. Kurze Streampause, auch wenn es heute ein kleiner kürzerer Stream ist. Weiter soll es dann mal gehen. Hier haben wir nichts mehr. Nö, nichts mehr zu looten. Und dann mal weiter. Gibt es noch was zu looten? Das wäre ein Schnaps, wenn wir schon mal hier sind und unbeobachtet sind. Ein Buch. Haben wir später einiges zum Lesen. Auch wieder neuer Stuff. Sie kannst du nicht angreifen. Aha, okay. Schön, dass wir ein bisschen Proviant mitnehmen können. Ist immer nicht schlecht. Und ein bisschen Zuwachs für unsere Zwergenschnapssammlung. Haben wir noch nicht genügend. So, Zwergenschnaps, wollen wir das? Wollen wir kurz gucken. Zwergenschnaps haben wir jetzt 75 von. Also dass man irgendwann mal. Alchemie habe ich hier wirklich noch nie benutzt. Falls wir das mal brauchen sollten. Ja. Oh, ein Ei. Schlüpft dann später ein Togepi raus. Falls wir mal ein Festgelage für Zwerge abgeben wollen, wir haben. Wir haben genug Zwergenschnaps für alle Zwerge. Schritte. Aha, toll. Ist doch jemand hier. Psst, wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen. Und starre Zwitscher. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern. Und aha. Kraniche rufen. Während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind Wachen klappern Mist. Was ist mit Nachtigallen? Das kann schon stimmen, aber. Oh ja, Nachtigallen singen. Das stimmt schon, aber. Wachen plappern. Vor allem, warum? Das war nah dran. Und der letzte Screen gerade auch so ein bisschen zu lange auf den Ausgang gerichtet. Dazu würde da vielleicht doch noch jemand unten runterkommen. Salpeter. Und noch mehr Zwergenschnaps. Hurra.
Zwerge haben aber ganz schön viel gebraut, damit das hier überall rumliegen kann. Das Schwarzbier, das ist auch nicht schlecht. Kann man auch immer schön saufen im Kampf. Muss sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissaks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Aber wenn das seine Spione sind, halt doch uns längst schon gesehen und dann haben die uns doch längst schon verraten. Ich habe schon was Sicheres gesehen. Gerald von Riva, ein Romantiker. Genossen. Puh. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe genossen. Ist mir scheißegal, ob genossen die richtige Vergangenheitsform ist. Das klingt für mich richtig. Genosse hat genossen. Einen Mann, der geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Droiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Ein Bär. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Ja. Den Bär, den können wir mitnehmen. Kaer Morhen. Ach bitte. Sieht lebendig aus. Ist aber nicht. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Tja. Die werden bestimmt noch lebendig. Sieht lebendig aus. Wenn wir alle Fackeln angezündet haben. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Immer derselben Texte. Dann können wir uns das sparen. Sieht was? Oh, das Pferd können wir rufen. Das wird mal spannend. Oh, schade. Können wir nicht machen. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissak erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ah, ja. Erkunde den mysteriösen Raum. Die für den Hexer sind. Hier ist eine Tür. Das hätten wir auch ohne Hexer Sinne gesehen. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Yen, pass auf! Monster. Ich glaube, das ist nur eine Halluzination. Sie sind überall. Eines weniger. Ja, das ist definitiv eine Halluzination. Wir haben schon mal gegen einen. Kriegen wir keinen Schaden. Und hier haben wir gerade einen Bären besiegt. Hier riecht es nach Pilzen. Wir haben schon mal in Novigrad, glaube ich, gegen. In den Bären gekämpft. Der war nicht zu besiegen. Das war zu schwer.
Das ist eine Halluzination. Gut, Halluzination besiegt. Okay. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissaks Tier losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Könnten wir diesen kleinen Vorfall für uns behalten? Natürlich. Die Tür ist auf. Wir gehen weiter, sobald du deine Jagdtrophäen eingesammelt hast. Ja. Lass uns reingehen, Geralt. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Das wäre sinnvoll. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Okay. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Ah, was sagt man dazu? Die Maske des Ouroboros. Ein Brief mit Moissaks Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir. Druidenbrüder, lasst euch warnen, dass eine Zauberin auf Ardeth Skellige eingetroffen ist. Sie heißt Yennefer und stammt aus Svengerberg. Ich weiß, dass ihr unempfindlich gegen die Waffen der Frauen seid und euch der Verstand nicht von einem gefällig fließenden Ruck vernebeln lasst. Doch lasst euch auch von ihrer Intelligenz und Raffinesse nicht einnehmen. Ich weiß, wer Yennefer ist. Was sie ins Skellige will, ist mir jedoch nicht bekannt. Ich sehe keinen Sinn darin, dass sie das direkt zu fragen. Da Yennefer für ihre Schleier und Eloquenz bekannt ist. Sie sagt nicht, was sie denkt, sondern was sie wünscht, dass man hört. Denkt daran, dass sie keine zweitklassige Zauberin ist, sondern eine Person, die das Brot mit den Herrschern des Nordens bricht und seit neuestem mit dem nilfgaardischen Kaiser selbst kollaboriert. Sie geht weltweit in den Herrschaftshäusern ein und aus und hat eine Begabung für Manipulation. Und die gerissenen Diplomaten beneiden würden. Yennefer hat ein ungesundes Interesse an dem Ort des Kataklysmus gezeigt, den wir untersuchen wollen. Ich habe ihr nicht die Erlaubnis erteilt, sich in die Nähe zu begeben. Doch ich bitte euch trotzdem, Augen und Ohren offen zu halten. Zauberin aus Svengerberg ist nicht nur ausgezeichnet mit Manipulieren, sondern auch sehr starrsinnig. Ich weiß, dass sich ihr Weg in der Vergangenheit mit dem Krachs gekreuzt hat. Entsprechend argwöhne ich, dass sie die alten Freundschaft für verborgene Zwecke zu müssen gedenkt. Welche das so genau sein könnten, ich werde versuchen, dies herauszufinden. Gelingt es mir, berichte ich euch in einem weiteren Brief davon. Möge die Kraft mit euch sein, Brüder. Moissak. Diese dreiste Manipulantin. Schamloser Intrigant. Geschichten von der wilden Jagd. Märchen der Skellige über die wilde Jagd. Ist nicht viel. Der Einwohner erzielen sich wie alle Völker des Nordens Legenden über die wilde Jagd. Dies fürchterliche Phänomen ist angeblich ein Omen von Kriegen und Unglücken, charakteristisch für die Geschichten
der Inselbewohner ist, dass in ihnen, anders als in den Festlandlegenden, die wilde Jagd nicht als galoppierende Geisterkavalkade am Nachthimmel, sondern auf einem geisterhaften Langschiff erscheint. Dieses Schiff heißt Nagelfang. Es besteht aus den Klauen der Toten, wie es in den Inselgenen heißt. Und so schneiden die abergläubischen Skelliger ihren Tod die Fingernägel, damit kein Baumaterial für das grässliche Langschiff anfällt. In vielen Legenden kommt die Nagelfrau aus Morg, dem Land des Chaos. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Das habe ich doch gerade gelesen. Zwergischer Dreifachmet. Aha. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad, von Sascha Haley. Alexander Dürr ging den langen Flur hinunter, wobei er froh war, dass die Laute der Ausschweifungen, die durch die Türen drangen, seine Schritte übertönten. Die schmutzigen Dielenbretter des Bordells ächzten und stöhnten, als wäre das Holz die lüsternen Szenenleid, die in diesem Haus von zweifelhaftem Ruhm, mitten in der stolzesten aller nördlichsten Städte Alltag war. Drin war für diesen Besuch großzügig bezahlt worden von der Frau des Seidenhändlers. Sie hatte ihren Mann lange im Verdacht gehabt, sich während seiner Arbeitszeit mit losen Frauenzimmern abzugeben. Der Fall hatte schlicht genug gewirkt, schon fast banal. Ein treuloser Ehemann, wie viele solcher Affären hatte er schon aufgeklärt. Am schlimmsten war der Umstand, dass seine Auftragsgeberinnen niemals wirklich Beweise für die Schuld ihrer Männer sehen wollten. Im Gegenteil, insgeheim hofften sie stets, dass die Nachforschungen vorbildlich für Gärten zutage fördern und die Verdächtigungen sich als gänzlich unbegründet herausstellen würden. Diesmal hatte sich tatsächlich erwiesen, dass der Ehemann der Mandantin kein Freier war, obwohl seine Spur Alexander an einen Ort geführt hatte, an dem Fleischeskiste freigeboten wurden. Nun blieb Dirren nach Anweisung des Genoms am Eingang vor einer Tür stehen, die ein kleines Schild mit der Aufschrift 16 trug. Im Gegensatz zu den anderen Räumen drang aus diesem hier nichts als beunruhigende Stille. Dirren drehte den Knopf und öffnete die Tür. Der Anblick, der sich ihm bot, bestieg seine schlimmsten Erwartungen. Ein bisschen was zum Lesen. Ein Rohr, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. Ja. Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht für Onkel Moissac. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Du weißt, Kids. Das wird jetzt mal nicht durchlesen. Ich würde gerne später machen. Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Moissac liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Ein Kinderschädel? Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen.
Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Moissachs starb. Er gehört zu den wenigen Droiden, die einen benutzen. Geralt, komm her. Ich habe die Maske gefunden. Ja, gleich. Mit Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Weiblicher Tannenzapfen? Oha. Endlich. Von Gonam beschützt oder was? Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Und der Golem kommt. Ich hab's befürchtet. Ich glaube, das war's, was geholfen hat. Okay, das ist nicht ganz so schwer wie der erste, den wir wählen, besiegen mussten. Der ist noch erträglich. Hast du das gehört? Gerochen. Gas. Das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ach du Scheiße. Die Maske vielleicht. Die Maske haben wir im Inventar. Können wir den nicht tragen? Tja. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Halt dich an mir fest. Ah ja. Hört meine Worte. Das nicht aufgefallen ist. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun... Fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Königes Thron zu besteigen. Aha. Mein Sohn kann heute nicht hier sein, aber seht seine Axt, seht seinen Willen.
möge der Beste oder die Beste gewinnen. Was ist nur in Sisyphus? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter. Wurde entführt. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Goldschiffer? Das Schiff aus Gold? Ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Ja. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel. Und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Riesen, die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja. Viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert.
Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte.